Im Jahr 2022 ist Rinach seit 10 Jahren im Besitz vom UNICEF-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Das klingt gut. Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Es ist eigentlich so ein Prozess, den wir durchlaufen, wo wir immer wieder überprüft werden von der UNICEF Schweiz. Einerseits sind unsere Angebote der Kinder und Jugendlichen bedürfnisgerecht. Und sind auch die internen Prozesse so, dass sich Kinder und die Jugendlichen wirklich auch einbringen können, aktiv, wenn es um sie geht. Wie hat sich das Thema seit 2012 entwickelt? In den ersten paar Jahren haben wir viele Projekte gemacht, die man auch sieht in der Öffentlichkeit. Das sind die ganzen Spielplätze, der Sprungturm im Schwimmbad. Der Weiher in der Aarau war auch so ein Thema. Also es gibt ganz viele Sachen, die man gesehen hat. Und jetzt ziehen wir uns etwas mehr zurückziehen von diesen Infrastrukturprojekten und gehen jetzt so ein Leitbild an, eine Webseite für Primarschüler und auch intern die Verankerung, dass das wirklich fest verhebt innerhalb der Verwaltung. Jetzt gehen wir auch raus noch zu den Leistungserbringern, die wir auch mit Informationen bedienen zum Thema. Und das sind bis jetzt die Höhepunkte. Da würde ich natürlich gerne hervorheben den Generationenpark Mischeli. Das ist wirklich ein Vorzeigeprojekt auch für die UNICEF Schweiz, das wir hatten. Und tatsächlich auch die Spielplätze, die wir gemacht haben, die wirklich jetzt bedürfnisgerecht sind, weil sich Kinder halt einbringen konnten, bevor man umgebaut hat. Der Generationenpark Mischeli wird besonders erwähnt. Weil beim ganzen Aufbau sind immer wieder Kinder und Jugendliche dabei gewesen. Also beim Machen des Barfußwegs, bei der Bemalung von Stelen, beim Bau vom Bücherschrank haben wir auch mit Lehrlingen zusammengearbeitet. Und ja, das war wirklich ein ganz tolles Projekt gewesen. Kinder haben in diesem Projekt gelernt. Man kann etwas bewirken, man kann etwas gestalten, man wird gefragt. Und wir machen nicht einfach über ihren Kopf hinweg irgendetwas hier auf der Verwaltung. Im nächsten Jahr steht also das 10-Jahr-Jubiläum von diesem Label bevor. Das Highlight hoffen wir natürlich wird am 9.10. September 2022, wo wir dann ein Fest im Ortszentrum organisieren, wo wir jetzt dran sind, schon die Vereine anzufragen, was für Ideen das sie haben, was sie wollen. Machen hier. Man hat auch die Schulen angefragt. Für das ist man auf der Suche nach Vereinen und Institutionen, die einen kulturellen, gastronomischen oder finanziellen Beitrag möchten leisten möchten. Vorgesehen ist unter anderem auch ein vielfältiges Gutscheinheft für Kinder. Aktuell läuft via die Gemeinde-Homepage eine Online-Umfrage. Der FC Rinach feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Aus diesem Anlass steht am Wochenende vom 3. bis 5. September auf der Sportanlage Vierte ein grosses Fest mit diversen Attraktionen auf dem Programm. An allen drei Tagen gibt es diverse Foodstände und Live-Musik mit dem Trio Wolkenbruch, den Tiefflieger, dem Musikverein Concordia und am Samstag und am Sonntagmorgen Jazz mit den Steppin' Stompers und der United All Stars. Dazwischen gibt es immer wieder Meisterschaftsspiele von Jung und Alt, ein prominenter Match, diverse Talkshows und weitere Vorführungen und auch Angebote für Kinder. Der Eintritt ist frei. Zum 9. und vorläufig letzten Mal ist im Neuen Theater Dornach der spannende Podiumsanlass Gipfeltreffen durchgeführt worden. Und zwar zum ersten Mal wieder seit langem mit ein bisschen Publikum. Gäste waren die langjährige Gemeindepräsidentin von Aesch, Marianne Hollinger, der Zolli-Direktor Olivier Pagon, der Polizeitaucher Remy Rötlisberger und der Musiker Tremendous T. Das Kulturduo Barbara Preussler und Ernst Born, der das Gipfeltreffen seit 3 Jahren durchführt, hat sich entschlossen, jetzt sicher einmal für das Jahr 2022 eine kreative Pause einzulegen. Ob es den tollen Anlass zu einem späteren Zeitpunkt wieder geben wird, das steht momentan in den Sternen.